Barbaras leckerer Rhabarberkuchen. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war im ganzen Dorf für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar viele Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz Rhabarber-Barbara-Barbaren nannte. Die Rhabarber-Barbara-Barbaren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Barbara-Barbaren ihre Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bärte pflegten, gingen sie zu einem Barbier. Der einzige Barbier, der einen Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart bearbeiten konnte, wollte das natürlich auch tun und nannte sich Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier. Der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier kannte von den Rhabarber-Barbara-Barbaren Rhabarber-Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen und trank dazu gerne mal ein Bier, das er liebevoll Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier nannte. Das Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier konnte man nur in einer ganz bestimmten Bar kaufen. Die Verkäuferin des Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Biers an der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier-Bar hieß Bärbel. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barts geht der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier meist mit den Rhabarber-Barbara-Barbaren in die Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier-Bar zu Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier-Bar-Bärbel, um sie mit zur Rhabarber-Barbara-Bar zu nehmen. Um mit etwas Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier anzustoßen und von Rhabarber-Barbaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen.